Es ist strengstens verboten, in diesen verlassenen Disney World Park zu gehen. Dieser Disney World Park heißt Discovery Island und er befindet sich im eigenen Disney World Bay Lake. Man kann diese Insel auch nur mit einem Boot erreichen. Eigentlich war dieser Park mal dafür gedacht, verschiedene Vogelarten zu zeigen und auch spezielle Arten zu schützen. Es gab freifliegende Vögel und Tiershows, also eine wirklich tolle Attraktion. Aber es kam dazu, dass dieser Park am 4. April 1999 endgültig schließen musste. Und heute ist das Betreten komplett verboten, du darfst nicht mal in die Nähe der Insel gehen. Es gab eine Vielzahl von Gründen, warum dieser Park schließen musste. Einer der Gründe war, dass es überall freilaufende Alligatoren gab, was einfach super gefährlich war. Außerdem wurden die Tiere überhaupt nicht gut und artgerecht behandelt. Außerdem wurde ein gefährliches Bakterium im Wasser des Parks gefunden. Ein 11-jähriger Junge ist daran sogar gestorben.